Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 3. Heute mit dem M3 GTR. Und ich verspreche euch, wir werden erstmals wahrscheinlich diesen M3 GTR ohne Most Wanted-Lackierung sehen. In einem YouTube-Video jemals. Wir gucken. Ach, warte mal. Da müssen wir das Auto mal kurz wechseln. Auf die Werte des Fahrzeugs. Mal im Vergleich vielleicht zum Ferrari. Geschwindigkeit sind wir deutlich drunter. Wir können aber noch tunen. Wir müssen ihn auf die A-Klasse bringen. Bei Handling und Bremsen sind wir tatsächlich auch noch ein bisschen hinterher. Starten ist ja eigentlich nicht so unendlich wichtig. Beschleunigung ist ja auch noch hinterher. Also ich würde sagen, adäquat dafür, dass er halt 80 Punkte weniger hat. Und wir gucken mal ganz kurz, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Mal so rein theoretisch gesehen, okay, man kann keinen Allradantrieb einbauen. Das ist mittlerweile ja bei Forza Horizon zum Beispiel komplett Standard bei jedem Auto fast schon, dass du da alles umändern kannst. Ja, Karosserie kannst du theoretisch auch ändern. Ja, der klassische Forza-Flügel hat sich bis heute, glaube ich, fast gar nicht verändert. So, man kann natürlich auch breitere Reifen nehmen. So, aber wir gehen jetzt mal kurz in die Rennkupplung rein. Renngetriebe brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Hilft bei dem gegebenenfalls nicht so. Wir wollen es ja auch nicht grundsätzlich ändern, das Auto. So, und ich glaube, bei den Bremsen sind wir jetzt schon ungefähr auf Ferrari-Niveau. Und, boah, schön tiefgelegt einerseits, gefällt mir. Und andererseits haben wir das Handling auch nochmal ein bisschen verbessert. Schön. Ja, Stabis lassen wir mal aus der Kalkulation. Gewichtsreduktion. Wir sind bei 6,9 in der Beschleunigung, das ist schon mal stark. Und ich würde gleich nochmal gerne einen Vergleich anstellen mit Ferrari. Aber erstmal, breitere Reifen. Ich muss sagen, ich glaube, dieses Fahrzeug ist in der Kurvenlage sehr viel besser, als das Spiel erwartet. Deswegen möchte ich da gar nicht großartig bei der Kurvenlage was verbessern, sondern primär die Geschwindigkeit tatsächlich verbessern. Weil ich wirklich auch glaube, dass der ordentlich gehen wird. So. Boah, wie tief der hier auch ist. Schau mal, der Reifen klippt tatsächlich auch durch den Kotflügel. Wie geil ist das denn? So, gucken wir mal. Also, 587 Punkte. Oh, mehr als der Ferrari auch noch. Handling identisch, Bremsen identisch, Beschleunigung ist der stärker. Also bei niedrigen Geschwindigkeiten geht er besser voran. Bei höheren eher der Ferrari, weil Geschwindigkeit sagt da ein bisschen mehr aus. Starten, ja, nicht ganz so super. Aber ich meine, der Ferrari war die letzten Mal eigentlich schon ein ganz gutes Auto. Und jetzt gucken wir mal, wie der BMW abschneidet. Wir sind in Sedona unterwegs und wir werden auch noch einen anderen Cup fahren. Das haben wir auch schon die letzten Male so im Prinzip gehandhabt, dass wir da immer wieder aufs Neue nicht nur ein Saisonrennen hatten. Ja, und für mich ist das jetzt so gerade eine sehr aufregende Phase, muss ich ehrlich gestehen, weil bald ändert sich für mich einiges Content-seits. Auf diesem Kanal nicht zwingend, da werden mehr Videos Einzug erhalten. Heute werdet ihr zum Beispiel, wenn alles jetzt planmäßig erscheint, auch Gran Turismo 7 erstmals auf diesem Channel sehen. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das alles jetzt hier ausschaut. Und auf dem Hauptkanal, da wird sich aber eine Menge ändern. So, let's go. M3 GTR. Warum lenkt der Porsche so auf mich ein? Oh, das alte BMW-Cockpit. Oh mein Gott. Ey. Hat der innen noch ein Auto? Nee, warum untersteuert der dann so in mich rein, der Audi? Das macht mich gerade sehr wütend. Okay, aus den Kurven raus ist der sehr unruhig. Heidewitzka. Ja, das alte BMW-Interieur, nichts weckt in mir so nostalgische Gefühle für Autos aus, oder nur sehr wenig, wie das BMW-Interieur aus den späten 90ern oder den frühen Jahrtausendern. Okay, nur die Front ist beschädigt. Wir können
kann aber ganz gut mithalten tatsächlich. Also so unendlich weit hinterher sind wir nicht. Und tatsächlich ist er in der Beschleunigung sehr stark gegen den Audi. Da gehen wir auch mal ein bisschen aggressiver rein. So, mal gucken. 1,6 Sekunden Rückstand. Der Ferrari ist... Nee, das ist gar kein Ferrari da vorne, ne? Das ist eine Corvette. Ich schätze mal... Oh mein Gott. Dass die in den Stärken und Schwächen aber recht ähnlich sind. Also die Corvette ist da, glaube ich, bei High Speed bisschen stärker. Andererseits muss ich sagen, bis jetzt tut sich der BMW halt in den Kurven sehr schwer, ist aber auf der Geraden unendlich schnell. Boah. 2,6 waren es eben. Jetzt sind es immer noch 2,6. Also auf der Geraden holen wir zwar noch nicht auf, aber wir verlieren auch nichts. Ich glaube für die B-Klasse, oh Gott, war der ziemlich gut, aber oh mein Gott, der ist halt viel zu unruhig. Da geht gar nichts. Also ich glaube, ich habe einfach viel zu wenig mechanischen Grip dabei. Ich hätte... Ich hätte die Reifen auf jeden Fall anpassen sollen, weil ich dachte schon, okay, ja gut, mit dem Fahrwerk, besserer Schwerpunkt und so... Das wird schon alles passen, aber... Das Auto ist sehr unkomfortabel zu fahren. Boah, es ist aber auch krass. Ich gebe nicht mal Vollgas und das Auto bricht schon komplett aus. Und bei jeder Bodenunebenheit reagiert er sehr, sehr sensibel. Und parallel dazu... knubbelt auch noch mein Analogstick immer weiter weg. 4,4 Sekunden Rückstand. Ja, und da sieht man mal, vielleicht gibt es manchmal auch einfach Autos. Eieiei. Die Front ist aber auch ein bisschen lediert. Das tut im Herzen weh. Auch wenn es vielleicht keinen allzu großen Performance-Einbruch bedeutet. Mein Herz bricht es dann schon. Nee, aber tatsächlich... ist es auch möglich, einfach Autos zu haben in einem ähnlichen Performance-Bereich, die einfach nicht so gut getuned sind. Und ich würde mal schätzen, der BMW M3 GTR, der ist einfach nicht so gut, zumindest so wie ich ihn getuned habe, für die B-Klasse. Bei den Forza Horizon kann man mittlerweile ja einfach jedes Auto auf S1 oder so tunen oder mindestens mal auf A. Wahrscheinlich sogar S1. Also wahrscheinlich gibt es relativ wenige Autos im Forza Horizon, die du nicht auf S1 tunen kannst. Oder höher. Und dann packst du einfach Allrad rein und dann fährt das Auto sich schon gut. Aber beim BMW muss ich halt gerade leider gestehen. Ich habe ja auch kein Allrad, den ich hier einbauen kann. Das geht aktuell noch so. Ich habe eh das Gefühl, oh Mann. Man hat bei Forza so ein bisschen die Möglichkeit rausgenommen, dass du dich, nennen wir es mal, verskillen kannst. Ja, mein Lieber, dachtest du, ich werde dich jetzt einfach kampflos vorbeilassen, nachdem du mich vorhin rausgeschoben hast? Nö. Also beim M3 GTR habe ich auf jeden Fall in Erinnerung, dass er sich gut hat fahren lassen. Auch in Forza Horizon 5 fährt er sich gut. Vielleicht hat sich das Fahrzeug ein bisschen verändert. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass du früher die Autos nicht einfach so hochzüchten konntest und einfach sagen konntest, du, ja, der fährt sich jetzt gut. Ich meine, wir haben ja auch keinen riesen Performance-Schritt gemacht. Wir haben nicht mal 90 Punkte über Leistung und Gewichtsreduktion oder so reinbekommen. Plus ja, Bremsen und sonst was. Also ich sag mal so, wir haben gar nicht mal so viel bei der Leistung extra investiert. Aber trotzdem ist er halt sehr viel unruhiger, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und möglicherweise ist es halt mittlerweile wirklich so, dass die Autos einfach sehr, 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 sehr viel entspannter
hochgezüchtet werden können, ohne dass du halt einfach Probleme hast. Ergo, du kannst das Auto in Anführungszeichen nicht verskillen. Also technisch gesehen kannst du es schon. Ne? Mir ist schon klar, dass du Forza Horizon Builds auch machen kannst, die dann am Ende super unkomfortabel sind zum Fahren und wo das Auto überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Aber das ist halt so das Ding, du musst halt im Prinzip... hier, glaube ich, trotzdem viel vorsichtiger sein. Ah, wenn es darum geht, das Auto hier aufzurüsten. Schade, ich hätte mich jetzt echt gefreut, wenn das Auto einfach komplett nach vorne gestampft wäre. Aber es ist vielleicht auch mal ganz cool, wenn wir mal wieder eine Folge haben, wo ich nicht stark vorne wegfahren kann, sondern wo ich wirklich mal ein bisschen struggle und mich damit schwer tue, hier überhaupt vorne zu bleiben. Ist dann auch mal okay. So, ganz entspannt. Ja, das war der bremsende Kies. Und wenn er sich nur auf eine Seite auswirkt, muss man sehr aufpassen, weil sonst das Auto auf einer Seite mal abbremst und das ist sehr unkomfortabel. Diese Stelle erinnert mich übrigens, wenn man sich die Minimap mal anschaut, die ich gerade verdecke, so ein bisschen an eine gespiegelte Version von Spa. Da hatten wir Las Tours und jetzt im Prinzip Eau Rouge. Aber halt wirklich eine, ja, relativ miniaturhafte Version natürlich, ne? Keine so lange Gerade. Aber auch bei diesem Auto muss man sagen, ich finde mich ja immer besser zurecht. Also in der ersten Runde war ich so lala unterwegs. Ich meine, gut, in der letzten Runde hatte ich auch einen Zweikampf mit dem Audi, deswegen hat mich das in der letzten Runde wahrscheinlich ein bisschen Zeit gekostet, aber auch fernab davon habe ich in dieser Runde etwa 7/10 oder so gut gemacht, aber nichtsdestotrotz, ich kam bis zuletzt nicht weg von allen anderen Autos, also... Oh, ich liebe ja den M3 GTR, aber vielleicht fehlt ihm die Pasta-Lackierung. Nein, ich mache nur Spaß, aber vielleicht ist ja das Auto mit dieser Konfiguration einfach nicht so super geil. Vielleicht gucken wir nochmal auf die Rennergebnisse. Die beste Runde ist 1,6 Sekunden entfernt gewesen von der Corvette. Auch der Audi war eine halbe Sekunde schneller bis P5, bis zur Dodge Viper, inklusive auch noch dem 997 GT3 RS müsste es dann sein. Das ist ein, hier, Vorbestellerauto oder so. Das war das VIP-Paket, stimmt. Ja, also bis dahin waren die Autos schneller. Die Top 5 um mich herum. Schade, aber genau, wir können zur German Car Elite. Wir gucken mal vielleicht... Puh... Ich würde halt schon ganz gern... Warte mal. Was passiert, wenn ich das Auto jetzt mal komplett zurücksetze? Weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich habe mich ein bisschen verskillt. Standard-Upgrades. Let's go. 499 Punkte. Und so könnten wir eventuell nochmal... Genau, die Amalfi Series B abschließen. 4 Rennen. Oh, das sind so Duell-Geschichten, ne? Eieiei. 3 Durchgänge, 3 Kilometer. Oh, ich bin gespannt... Also wenn ich jetzt zu viel Leistung habe, wenn das Auto jetzt sich unbequem fährt, dann wird's problematisch. Rally di Positano. Ja, also so Strecken sind natürlich auch immer schön und also zum Anschauen auf jeden Fall. Zum Fahren auch, wenn man mit den Rennen fahren muss, das ist die andere Frage.
Da werden sich, glaube ich, die Meinungen ein bisschen spalten. So. Auf geht's, Spiel. Das ist ja mittlerweile krass bei den Konsolen, muss man tatsächlich zugeben. Series S, Series X und PS5 schaffen es ja extrem gut, die Ladezeiten dann zu drosseln. Auf dem PC habe ich da jetzt nicht wirklich einen Grund zur Beschwerde, ehrlich gesagt. Also da finde ich es auch in Ordnung, aber hier scheint es dann doch nochmal ein bisschen besser auszusehen. Oh mein Gott. Auto mit Allrad würde hier, glaube ich, perfekt sein. Oh, das ist ein Ferrari California. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon in einem der letzten Videos gesagt habe, aber ich habe jetzt einen California in Real Life gesehen. Und ich fand den unfassbar schön. Also, das ist einfach nur ein sehr wenig fotogenes Auto. Aber in Real Life sieht der echt schön aus. Also, ist halt schade, dass der, ouch, in Videoform so hässlich ist. Weil dadurch ist jetzt zum Beispiel auch ein Auto, was aus meinem Fokus komplett raus ist. Aber er ist hübsch. In Real Life ist er hübsch. Ich muss aber auch sagen gerade, der BMW fährt sich jetzt sehr gut. Also, da zeigt sich auch mal wieder, der Tuner muss auch was drauf haben. Ich glaube, es ist ja so eine Art Knockout-System hier. Man fährt quasi gegen jemanden und das finden halt, also das ist quasi jetzt der Viertelfinallauf. Wir fahren jetzt gegen einen Kandidaten und wenn wir jetzt quasi gewinnen, sind wir in den Top 4. Ansonsten kämpfen wir quasi gegen einen der Verlierer um die Plätze 5 bis 8. Und wenn wir da gewinnen, kämpfen wir um 5, 6 oder wenn wir da verlieren, kämpfen wir um 7, 8. Da wir hier gewonnen haben, werden wir jetzt gegen den Gewinner eines anderen Rennens kämpfen. Und wir können, glaube ich, auch mal gucken, was die für Zeiten so fahren. Ja, der Vanquish zum Beispiel ist eine 42.3 gefahren. Der Lotus Exige eine 40.2. Aber da muss man aber auch ehrlicherweise mal sagen, ne? So ein Lotus Exige ist ja auch einfach wirklich, 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 wirklich perfekt für diese Strecke. Also mit dem Lotus Exige fährst du hier allen um die Ohren. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch nicht gegen den Lotus fahren, weil sonst macht er uns das Leben echt schwer. Ja, bis wir gegen den Lotus fahren, können wir jetzt auch natürlich noch mal ein bisschen dazu lernen. Das ist das Schöne. Nicht nur das Auto fahren und verstehen, sondern natürlich auch die Strecke. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass wir nicht auch eventuell gleich eine 42 unterbieten können, beziehungsweise vielleicht sogar wirklich die 40 von dem Lotus Exige auch herausfordern können. Wer weiß, vielleicht brauche ich einfach nur ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann können wir wirklich auch mit dem Lotus konfigurieren, genau. Ja, ansonsten muss ich hoffen, dass wir irgendwo bei einer etwas, im Rahmen dessen, wie es hier gegeben ist, längere Beschleunigungszone, dass wir da am Lotus vorbeiziehen können. Oh mein Gott. Ich glaube, der Aston Martin war ja auch irgendwie bei einer 42.3 oder so. Wenn ich den jetzt so deutlich besiege, wie es den Anschein macht, dann haben wir gegebenenfalls eine Chance, tatsächlich den Lotus hier zu besiegen. Oh mein Gott, das ist eine 39. Oh mein Gott, okay, ich bin hyped fürs Finale. Boah, oh mein Gott, das war richtig gut. 300 Punkte doch zum Levelaufstieg, perfekt. Alter Verwalter, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Startaufstellung. Ja. Der Exige hat 50 Punkte, fast weniger. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los?
Autsch. Also, wie gesagt, für die Strecke ist der Lotus perfekt. Ich glaube, auf Sedona würde der Lotus strugglen. Wenn wir da, selbst wenn er den auf 500 oder so hochtunt, wo ich ja gerade bin mit der Fahrzeugperformance. Ich glaube, der Lotus würde sich da schwer tun. Ja, die anderen Routen, also ich habe ja vorhin die Route gezeichnet, wenn du verlierst, dann kommst du im dritten Rennen quasi in den Kampf um Platz 7. Wenn du wenn du verlierst und dann gewinnst, dann bist du P5 oder P6 im letzten Rennen, je nachdem, ob du da gewinnst oder verlierst. Wenn du gewinnst, bist du ja automatisch schon eigentlich in den Top 4. Wenn du verlierst, dann kämpfst du um P3 und P4, so wie jetzt der Aston Martin eben. Und wenn du gewinnst, dann kämpfst du um Platz 1 und Platz 2, so wie wir es jetzt tun. Lass aber auch gerade nichts anbrennen, ne? Also... Abstand ist relativ groß. So, hier können wir jetzt relativ flott durchfahren. Hier nochmal ein bisschen aufpassen und ab jetzt Gas geben. Bäm! 38,6 am Ende. Heidewitzka, ey. Nochmal im letzten Run eine Sekunde rausgeholt. Und? Ah, das ist das Rallye-Auto. Okay. Der Peugeot 207 Super 2000. Ja, ist ein Auto. Der hat, glaube ich, 507 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 508. Boah, das wollte ich jetzt nochmal checken, ob ich mich daran erinnere oder ob ich mich vom Autonamen quasi habe jetzt blenden lassen. Wir gehen mal ganz kurz Autos auschecken und er hat 536, okay. Never mind. Ich dachte, dass ich mich da daran erinnern würde, aber es ist wahrscheinlich nur der Autoname gewesen, deswegen ich dachte, hey, das wird schon irgendwie passen. So, let's go. Rally di Positano, Round 2, Stage B Reverse. Ich weiß gar nicht, was wir gerade für eine Stage hatten, aber irgendwas fahren wir jetzt rückwärts. Wir gucken mal, wie es ausschaut. Wir gucken mal, ob wir uns jetzt durchsetzen können. Es werden wieder dieselben Kontrahenten sein. Und am Ende ist es wahrscheinlich wieder der Lotus Elise, gegen den wir fahren. Was natürlich für die Meisterschaft gut wäre, wenn wir jetzt von Anfang an gegen den Lotus fahren würden. Oder im zweiten Lauf, sagen wir mal, beim ersten. Ja, nee, okay, es ist dieselbe Aufstellung. Auf geht's. Ja, aber ich würde für die nächste Folge dann einen Lotus kaufen. Und dann würden wir mal gucken, wie man mit dem Lotus hier fährt. Der hier... Ja, erstmal ungetuned ist, würde ich sagen. Erstmal mit einem ungetunten Lotus. Ich meine, das ist ja eh... keine so große Konkurrenz für den Lotus, würde ich behaupten. So, ein Viertel der Renndistanz haben wir. Ihr seht den Streckenverlauf nicht, wenn ihr den sehen könntet. Alter, wir kreuzen gerade die anfängliche Beschleunigungszone. Da haben sie gerade gekreuzt. Ja, der California bleibt hier auf jeden Fall deutlich besser dran. Ich hoffe, dass es einfach die Leistung ist, die der Ferrari hat. Der hat ja 490 PS etwa. Dürfte derselbe Motor wie im 430 sein. Ja, 1,25,650 für den ersten Run.
Ich schau mal ganz kurz, wo, wie wir uns nochmal steigern müssen. Gegen den Aston Martin Vanquish um 14. Boah. Also da ist es auch echt eng gewesen mit dem M3E92. Der ist auch gut dran. Und gegen den Lotus brauchen wir nur eine 10. Also es kann gut sein, dass der Aston Martin Vanquish jetzt den... Nee, wir werden nicht gegen den Lotus... Wir werden jetzt auf jeden Fall gegen den Aston Martin fahren. Ich dachte, der Aston Martin könnte jetzt eventuell gegen den Lotus antreten. Aber nee, der Lotus tritt gegen irgendein anderes Auto an. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall den Vanquish jetzt besiegen. Auf geht's. Ja, also... Gegen den Lotus kann man schon sagen, wir haben einen längeren Radstand, wir haben... wahrscheinlich das schwerere Auto, wir haben... viele Sachen, die als Nachteil gelten, aber... das kann man gegen so einen Aston Martin oder so nur bedingt anführen, wenn überhaupt. Ich glaube, schwerer ist der M3 GTR definitiv nicht. Mit oder ohne Gewichtsreduktion. Wir fahren ja jetzt gerade ohne. Deswegen denke ich schon, dass wir in mancher Hinsicht einfach jetzt besser einfach fahren müssen. Also ich vor allem. Nicht das Auto jetzt nicht unbedingt. Ja, aber beim zweiten Mal hast du zum Beispiel da die Gewissheit, du kannst da voll durchbrettern. Rennstart war beim zweiten Mal jetzt auch viel besser als beim ersten Lauf. Sowas finde ich aber cool. Also, wenn man mal darüber diskutiert, was in Rennspielen eventuell hier und da mal fehlt, so. Auch in so Sim-like-Games. Wenn du mal so Sachen hättest, wo du wirklich so eine Rallye-Etappe hast und die etappenweise auch dann fahren kannst und sowas. Von mir aus mit so einer Duellkonstellation. Ich weiß nicht, ob Forza Motorsport 7 sowas hatte. Aber sowas würde ich zum Beispiel extrem feiern, wenn es auch so ein Gran Turismo oder so hätte. Das bringt definitiv jetzt Abwechslung mit rein, neue Kurse und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall geil. So, 24,6. Wir haben eine ordentliche Steigerung hingelegt, glaube ich. Beim ersten Mal war ich bei der 25,3, glaube ich. Moment. Und 24,6. Alter. Der California ist der schnellste gewesen von denen. Und das ist jetzt das Bittere, weil der Kalifornier kann bestenfalls trotzdem nur Fünfter werden, selbst wenn er jetzt die beiden Läufe gewinnt, weil das erste Mal hat er verloren. Und deswegen ist er quasi in die untere Hälfte des Turnierbaums gerutscht. Während wir jetzt quasi in der oberen Hälfte weitergefahren sind. Das ist super bitter jetzt. Das ist super, super bitter. 19:39, gleich geht's also auch los mit Harry Potter. Das werde ich auch auf der Xbox 360 zocken. Das heißt, wir müssen jetzt gleich auch zum Ende kommen. Gegessen habe ich gerade schon, aber ja. Die Folge wird gleich fertig aufgenommen und dann geht's ab. Ja, und morgen früh, für euch ist das dann der gestrige Tag, weil diese Folge kommt jetzt am Dienstag. Aber ja, Montag quasi steht mein erster Zahnarzttermin an. Wurzelkanalbehandlung. Puh, hoffen wir mal, dass da alles gut ausgeht. Also, was heißt gut ausgeht? Gut aussieht, dass der Zahn da nicht irgendwie schon mehr abbekommen hat, als man so erwartet. Aber es wurde auch ein Röntgen gemacht, also ich denke mal, dass das eigentlich passen sollte. Hier lenke ich immer viel zu wenig ein. Da denke ich immer, die Kurve ist viel weiter, aber sie ist sehr viel schmaler als gedacht. Dadurch muss ich dann immer vom Gas gehen. 1:25:0 am Ende, hat aber trotzdem gereicht. Ja, also ich hoffe, das passt da alles und deswegen muss ich aber auch heute ein bisschen früher ins Bett. Deswegen Harry Potter habe ich um 20 Uhr den Stream angesetzt, beginnen wir einen Ticken früher. Muss dann später eh noch ein, zwei Videos machen. Und bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und dann geht's weiter mit wahrscheinlich einem Lotus, den wir erst in der Amalfi-Küste mit B weiterfahren werden. Und dann werden wir den Lotus Exit tunen für die A-Klasse, um beim nächsten Saisonrennen teilzunehmen, welches stattfinden wird.
ohne Upgrades ist Ihr aktuelles Auto bei dieser Veranstaltung konkurrenzfähig. Drücken Sie zum automatischen Aufrüsten A. Ohne Upgrades ist Ihr aktuelles Auto bei dieser Veranstaltung. Ich will doch nur wissen, ich wollte doch nur die Strecke wissen. Ist okay. Danke fürs Einschalten, Leute. Bis demnächst.